Die Motivation war sicher auch die, dass das Auto mit dem Verbrennungsmotor immer teurer geworden ist. Und dann habe ich das Plakat gesehen von der BEA, wo natürlich der Anspruch drauf ist, auf das Zweitauto eher zu verzichten. Aber nachdem wir kein Zweitauto haben, haben wir uns gedacht, dann verzichten wir aufs erste Auto und probieren es aus. Naja, für mich war das primär die Möglichkeit, zu einem Elektroauto zu kommen. Die sind in der Anschaffung halt noch sehr teuer und durch das Carsharing ist halt relativ günstig und einfach und man kann was für die Umwelt tun damit. Es ist sehr unkompliziert, also über das Portal im Internet zum Einsteigen ist praktisch, geht schnell, ist einfach. E-Carsharing gefällt mir am besten, dass man mit den Leuten kommuniziert, also man muss sich immer zusammensprechen und einiges zu koordinieren und eigentlich steigert es das Gemeinschaftsgefühl. Die Motivation war die, dass unser altes Auto einfach entsorgt werden muss und nach 2-3 Monaten war klar, wir kaufen uns kein neues Auto. Es funktioniert besser, als man denkt hat und seither sind wir autolos glücklich und ziemlich begeisterte Carsharer. Unsere Motivation war, das System im Carsharing den Leuten zur Verfügung zu stellen und selber auch daran teilzunehmen. Ich finde, dass es erstaunlich gut funktioniert, jetzt rein von den Ladezeiten und ähnlichen Dingen. Die Reservierung mit Caruso ist sehr praktisch. Fallweise hat sich auch schon ergeben, dass sich Fahrgemeinschaften gebildet haben. Am E-Carsharing gefällt mir sicherlich am besten das Fahrerlebnis im Elektroauto. Die unheimliche Energieeffizienz des Fahrzeuges und einfach den Spaß am Fahren und auch den Spaß an der Kommunikation mit anderen. Bedenken war, ob ich, weil ich das Auto auch beruflich brauche, ob ich dann, wenn ich es brauche, wirklich ein Auto zur Verfügung habe. Aber bis jetzt hat das immer geklappt. Also die Reichweite ist sicher eine große Befürchtung. Wie weit komme ich damit? Das zweite ist sicher der Ladevorgang. Also ladet er jetzt wirklich? Wie lange braucht er zum Laden? Ich hatte ehrlich gar keine Befürchtungen. Ich weiß einfach, dass es nicht nur extrem intelligent ist, sowas zu fahren, weil es einfach gut für unsere Umwelt ist, sondern dass es auch extrem viel Spaß macht. Und dass es null Problem ist, wenn die Reichweite begrenzt ist, weil das habe ich beim anderen Auto auch. Ich muss halt einfach schauen, wie weit ich komme. Und ich habe noch dazu den Vorteil, dass ich nie mehr zu einer Tankstelle fahren muss. Also von Seiten der Organisatoren des Projekts war natürlich ein bisschen Bedenken, dass wir überhaupt genug Interessenten finden werden, die an diesem E-Carsharing teilnehmen möchten. Wie wir mittlerweile nach 4 Monaten wissen, ist das Gegenteil passiert. Wir haben sehr viele Interessenten und Mitglieder schon im E-Carsharing, also das ist voll aufgegangen. An und für sich stört nicht das Carsharing oder das Elektroauto, sondern das sind halt so Dinge, dass man sagt, man sollte es endlich wieder mal putzen und wäre ich dran und heute habe ich keine Zeit, das wird hoffentlich der nächste Mal. Befürchtung, wir waren uns sicher, es funktioniert. Natürlich die Anzahl, also dass wir die dementsprechende Anzahl der Mitglieder zusammenbringen, das war am Anfang halt schon eine Skepsis gegeben, aber wir sind einfach ganz bewusst in dieses neue Projekt hineingegangen und bringen es mit Freude auf den Weg und das ist echt toll. Ja. Also ich verwende Carsharing im Alltag eigentlich nur für die Freizeit, vor allem am Wochenende, wenn ich zum Beispiel Skitouren gehe oder Ausflüge mache. Im Alltag ausschließlich dienstlich, also nicht privat, aber für dienstliche Fahrten mit Akten und anderen Gegenständen, die ich dienstlich brauche, bin ich mit dem Carsharing und dem Caruso besser bedient. Wir überlegen einfach genauer, braucht man wirklich das Auto oder geht es vielleicht mit dem Fahrrad hoch oder zu Fuß? Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Also meine Einstellung zur E-Mobilität hat sich eher verstärkt und positiv entwickelt. Das Verhalten hat sich insofern verändert, dass man bewusster Auto fährt. Es wird einem immer also mehr bewusst, was es bedeutet, einen Kilometer zu fahren. Und so hat sich das schon verändert wohl. Das
Das eine Problem ist bekannt, dass die Reichweite ein Problem ist. Das ist kein wirkliches Problem, ist eher ein psychologisches Problem. Die Leute haben Angst, dass sie irgendwo liegen bleiben. Das ist die größte Angst aller. Ja, wie schon so oft angesprochen, ist es das Reichweitenthema. Sollten die Elektroautos einmal dann eine größere Reichweite abdecken können, dann wäre sicherlich auch die Akzeptanz größer in der Bevölkerung. Ich hoffe, dass die Zukunft sehr Carsharing-freundlich wird und dass das Thema auch großen Zuspruch in der Bevölkerung kriegt. Also grundsätzlich wird nichts am Elektroauto vorbeiführen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das komplett durchschlägt. Ist auch von Dieselpreis und mehrere Faktoren abhängig. Ich sage mal so, wenn jetzt, wie jetzt sind, die Auffangschwierigkeiten überwunden hat, dann ist das Carsharing-System eigentlich sehr, sehr gut. Und es bedarf einfach, sage ich mal so, vorausdenkender Leute, um dieses Carsharing-System auch in andere Regionen umzusetzen. Ja, ich wollte auch sagen, dass wir mit Caruso, glaube ich, einen sehr guten Partner, was das Buchungssystem betrifft, gefunden haben. Bisher hat es nur ganz, ganz kleine Pannen gegeben. Insgesamt funktioniert das System von Caruso vorzüglich und wir sind sehr zufrieden damit. Also ich glaube, dass es ganz, ganz spannend ist zu zeigen, und das ist das, was uns hier in Weidhofer-Lathei auch gelingt, dass man das Vorurteil eben als Vorurteil entlarven kann, dass Carsharing am Land nicht funktioniert. Meine zwei Brüder haben jeweils ein eigenes Auto, obwohl sie das Ica auch verwenden, aber ich halt nicht, und das ist halt das Ego mein Auto.